Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mal wieder in meiner Heimat unterwegs in Rheinland-Pfalz und erkunde hier ein paar Windparks. Heute bin ich im Landkreis Kusel unterwegs und hier ist 2019 bis 2020 ein komplett neuer Windpark entstanden. Das ist der Windpark Bedesbach mit 5 Vestas-Anlagen, 3 V126, 2 V136, alle 3,45 Megawatt, Nabenhöhe 149 Meter. Erstreckt sich über 3 Gemeinden, Ulmet, Bedesbach und Altenglan. Zwei Anlagen, die man hier sieht, sind V126 und die zwei V136, die liegen beide etwas höher. Das sind die hier hinten. Und ich stehe hier unter der 5. Anlage. Das ist auch eine V126. Jo, Wetter ist okay. Zum Glück regnet es nicht. Es ist trocken. Ja, ziemlich bewölkt. Könnte auch bald wieder regnen. Aber naja. Wind, auch nicht super windig, aber die Anlagen laufen alle. Das ist schon mal gut. Dann rauscht es auch nicht so viel im Video. Hier im Hintergrund sieht man noch einen bestehenden Windpark. Das ist der Windpark Welschweiler, eine E70, eine V66 und eine Enercon E48. Das ist auch geil, wenn man jetzt mal die V66 mit der V126 vergleicht, was das für ein krasser Unterschied ist. Das ist echt der Hammer. Was wird die haben? Die hat vielleicht 65 Meter Nabenhöhe. ...66 Meter Rotordurchmesser. Die hat 149 Meter Nabenhöhe. Und ein Rotorblatt ist ja schon 64 Meter lang. Krass, das ist fast der Rotordurchmesser von der V66. Das ist echt der Hammer. Ja, die Vestas-Anlagen finde ich immer, sehen sehr elegant aus. Da biegen sich die Rotorblätter auch immer so schön im Wind. Jetzt relativ windstill, aber biegen sich trotzdem schön. Ich frage mich auch immer, warum bei manchen Vestas-Anlagen ein Logo drauf ist und warum bei manchen nicht. Ich meine, das wurde schon mal irgendwo diskutiert bei YouTube. Naja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Jo, die zwei V136, da sieht man auf jeden Fall den Unterschied. Die haben einen größeren Rotordurchmesser und die laufen auch ein bisschen langsamer. Da werde ich gleich mal hinfahren. Die würde ich gerne mal aus nächster Nähe sehen. Ja, hier hinten am Horizont stehen auch jede Menge Windräder. Keine Ahnung, was das alles ist, wo das ist. Auf jeden Fall sehr viele. Da stehen Enercon-Anlagen, das sehe ich. Ja, ich habe auch gelesen, hier irgendwo in der Nähe in Einöllen sollen auch G-Anlagen gebaut werden, 3 Stück. 5,3 Megawatt. Da müsste es auch bald mit dem Turmbau losgehen. Ja, wenn ihr Interesse habt, abonniert gerne meinen Kanal. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann gibt es vielleicht irgendwann ein Video. Ja, ich werde mich jetzt mal aufmachen zu den V136. Dann sieht man den Windpark auch noch mal aus der anderen Richtung. So, von hier aus sieht man noch mal schön die drei V126. Die liegen etwas niedriger als die V136. Die liegen auf so, ja, 330 Meter ungefähr.
Die hinterste Anlage, da war ich gerade eben. Die in der Mitte ist, glaube ich, so die niedrigst gelegene Anlage. Und dann, die steht wieder ein bisschen höher. Hier nebendran dann der Windpark Welschweiler. Mit zwei Enercon-Anlagen und der V66. Ja, man merkt, dass ich hier ein bisschen höher bin. Hier pfeift nämlich der Wind etwas stärker. Vielleicht gibt es auch gleich Regen, ich hoffe mal nicht. So, ich stehe jetzt hier unterhalb von einer der beiden V136. Die ist jetzt in den Trudelbetrieb übergegangen. Aber der Rotordurchmesser ist echt beeindruckend, ist schon echt gewaltig. Da sieht man nochmal einen guten Unterschied zur V126, dass der Rotor hier schon nochmal 10 Meter größer ist. Das sieht echt grazil aus. Ja, je größer sie halt werden, desto größer und eckiger wird halt auch das Maschinenhaus und die Narbe. Mittlerweile gibt es ja die neue Enventus-Plattform mit der V150 und V162. Da sieht ja das Maschinenhaus nochmal anders aus. Es ist ja komplett eckig und noch größer. Und die Narbe ist auch nochmal größer. Naja, irgendwo, ja, wenn die Anlagen halt immer größer werden und die Leistung immer höher, muss man halt auch das Design anpassen. Boah, so ein krasses Bild. Die Flügel sich so schön langsam drehen. Was mich ein bisschen überrascht ist, dass sie, dass die zwei V136 jetzt hier ein bisschen höher stehen als die V126. Finde ich jetzt nicht so ganz intuitiv. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass die V136 dann an den niedrigeren Standorten stehen, weil sie einen größeren Rotor haben. Aber naja. Ich finde den Stahlturm von Vestas auch echt cool. Diesen Large Diameter Steel Tower. Der sieht so ein bisschen aus wie eine Flasche. Unten relativ breit. Dann so ein bisschen Raketenform. Und nach oben hin verjüngt er sich dann relativ gleichmäßig. Geile Anlage. So, jetzt stehe ich nochmal komplett unten drunter. Da sieht man nochmal die krassen Ausmaße von dem Rotor. Das ist echt beeindruckend. Ich finde das witzig, dass die Vestas-Anlagen immer so, die machen so ein Geräusch wie so ein Kreuzfahrtschiff. Ah, das finde ich echt richtig geil, wenn sie sich so langsam drehen. Das sieht echt majestätisch aus. So, hier hinten sieht man schon mein nächstes Ziel, den Windpark Jettenbach. Da war ich Anfang September schon mal mit den 5V80 und der EP3-Baustelle, die sich jetzt mitten im Aufbau befindet. Geil. Als ich damals da war, stand nur der Betonturm und jetzt ist sie mitten im Aufbau. Hammer, da fahre ich jetzt im Anschluss hin. Also wen es interessiert, meinen Kanal abonnieren. Im Anschluss kommt das Video über den Aufbau der EP3 in Jettenbach. Generator ist schon oben, so wie es aussieht. Mit Maschinenhaus. Narbe liegt da unten und die Flügel auch. Geil, da freue ich mich jetzt drauf, mir das von nahem anzuschauen.
Ja, dann war es das hier aus dem Windpark Bedesbach. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne wieder Kommentare schreiben. Freue ich mich immer drüber. Und ja, dann sehen wir uns gleich aus dem Windpark Jettenbach mit der EP3-Baustelle. Bis dann!